Fliegerei macht einfach süchtig. Also ich möchte nichts anderes mehr machen. Mein Name ist Kirsten Böning, ich bin 35 Jahre und ich bin mittlerweile seit 3 Jahren hier als Einsatzpilotin bei der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen am Standort Rastede. Ich bin hier ganz normal aufgenommen worden. Da war es überhaupt kein Unterschied, ob ich die erste Frau bin oder nicht. Und richtig bewusst geworden ist mir das bei der allerersten Pressekonferenz, als auf einmal 20 Journalisten hier standen und sagen: Wie fühlen Sie sich denn als erste Frau? Für mich hat es keinen Unterschied gemacht. Mich begeistert natürlich die Fliegerei. Ich hatte die Fliegerei von Anfang an begeistert. Es macht einfach Spaß, jeden Morgen zur Arbeit zu kommen, zu wissen, wenn ein Einsatz kommt, gehen wir in die Luft. Wir suchen vermisste Personen, wir fahnden nach Tätern. Und einfach nicht zu wissen, was kommt, macht den Beruf gerade so spannend. Wir haben nicht nur Einsätze, die gut ausgehen. Also das sind natürlich die schönsten Einsätze, gerade wenn man so einen vermissten Opa oder eine vermisste Oma dann findet und man genau weiß, die hätten die ganze Nacht draußen gelegen, wenn man nicht da gewesen wäre. Aber natürlich gibt es auch Einsätze, die nicht so schön sind. Ich war jetzt gerade letztes Jahr für eine Woche im Ahrtal. Das sind natürlich Bilder, die man mit nach Hause nimmt. Also das sind keine Bilder, die man von heute auf morgen vergisst, sondern das war echt so ein Einsatz, wo wir im Nachhinein auch noch viel drüber gesprochen haben, wo man einfach im Nachhinein das auch gar nicht fassen kann, was für eine große Zerstörung und was für eine große Naturgewalt da war. Unser Ziel ist es eigentlich, dass wir mal komplett als Frauenbesatzung fliegen. Mittlerweile haben wir schon zwei Wärmebildoperatorinnen bei uns hier in der Staffel, aber mir fehlt leider noch die Co-Pilotin oder die Pilotin.